ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Nach dem mutmaßlichen Bombenanschlag von Ansbach konzentrieren sich die Ermittlungen weiter auf die zentrale Frage: Wollte der syrische Flüchtling nur sich selbst töten oder wollte er noch mehr Menschen mit in den Tod reißen? Etwa 40 Kilometer südwestlich von Nürnberg versuchte der 27-Jährige am Abend in Ansbach auf das Festivalgelände namens Reitbahn zu gelangen. Vor dem Eingang brachte er eine Bombe in seinem Rucksack zur Explosion. Dabei tötete er sich selbst und verletzte 12 Menschen. Seit der Nacht laufen die Ermittlungen in Ansbach. Noch immer ist der Tatort, an dem ein 27-jähriger Syrer gestern Abend einen Sprengsatz zündete, weiträumig gesperrt. Die Polizei ermittelt auch im Umfeld des mutmaßlichen Täters. Er war seit 2 Jahren in Deutschland und lebte zuletzt in dieser Gemeinschaftsunterkunft. Seine Mitbewohner beschreiben ihn als unauffällig und freundlich. Er sei nicht besonders religiös gewesen. Er war immer im Haus, er hatte nichts zu tun. Er wollte einen Job haben. Einmal ging er zu einem Schnellrestaurant und bewarb sich. Was danach passierte, weiß ich nicht. Das ist 2 oder 3 Monate her. Zudem habe der junge Syrer Angst vor der Rückführung nach Bulgarien gehabt. Sein Asylantrag in Deutschland wurde letztes Jahr abgelehnt. 2-mal soll er versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Deshalb ist er im Bezirksklinikum Ansbach mehrfach in psychiatrischer Behandlung gewesen. War es ein Suizid? Hat es einen politischen Hintergrund? Das heißt, da werden die Ermittlungen hingehen müssen, herauszufinden, mit wem hat der Getötete kommuniziert, welche Bekannten hatte er hier in Ansbach oder woanders, um einfach festzustellen, ob wir hier auch einen islamistischen Bezug haben oder nicht. Nach Ansicht der Ermittler spricht vieles dafür, dass der mutmaßliche Täter möglichst viele Menschen mit in den Tod reißen wollte. Der Amokläufer von München hatte nach derzeitigen Erkenntnissen einen Mitwisser. Die Ermittler gaben am Vormittag Einzelheiten zu einem 16-Jährigen bekannt, der gestern Abend festgenommen wurde. Er soll unter anderem vom Waffenbesitz des Todesschützen gewusst haben. Außerdem sollen sich die beiden Jugendlichen kurz vor den Schüssen am Tatort getroffen haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl. Hier im Münchner Westen verhaftete gestern Abend ein Spezialeinsatzkommando den 16-jährigen Afghanen. Der junge Mann galt am Freitag noch als wichtiger Zeuge. Doch dann verwickelte er sich in Widersprüche, verschwieg, dass er bis kurz vor dem Amoklauf mit dem Täter in Kontakt war und löschte sogar den Chatverlauf, den die Polizei aber inzwischen wieder hergestellt hat. Aus diesem Chatverlauf und aus der erneuten Vernehmung jetzt als Beschuldigter ergibt sich, dass der Afghane unmittelbar vor der Tatausführung sich mit dem Amokschützen im Bereich des Tatorts, des späteren Tatorts, getroffen hat. Er habe zudem vermutlich gewusst, dass der Amokläufer eine scharfe Pistole besaß. Als möglichen Mittäter sieht ihn die Polizei aber dennoch nicht. Das folgert sie aus allen bisherigen Ermittlungsergebnissen. Aus dieser Gemengenlage ergibt sich für uns das klare Bild eines Einzeltäters. An der Tatausführung dieses Amoklaufs haben wir keinen Hinweis, dass hier noch jemand anders beteiligt war. Der Amokläufer und sein Freund seien süchtig nach sogenannten Ego-Shooter-Spielen gewesen. Kennengelernt hätten sie sich vor 1 Jahr in einer psychiatrischen Klinik. Am Tatort vom Freitag kehrt unterdessen heute Morgen nur allmählich Normalität ein. Die meisten Geschäfte haben wieder geöffnet. Noch immer aber trauern viele Menschen hier um die Opfer. Die sozialen Netzwerke können bei Amokläufern wichtige Informationsquellen sein. Allerdings werden über sie auch Fehlinformationen verbreitet. Mit Blick auf den Münchner Amoklauf forderte Bundesinnenminister de Maizière jetzt mehr Besonnenheit. Der Funke Mediengruppe sagte, er zahlreiche Meldungen über weitere Schießereien hätten sich als falsch herausgestellt, die Polizei aber in erheblichem Umfang beschäftigt. De Maizière verwies darauf, dass der Missbrauch von Notrufen und die Behinderung von Rettungsmaßnahmen unter Strafe stünden. Die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth beginnen heute mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Aus Furcht vor einem Anschlag wurde das Festspielhaus eingezäunt. Zufahrtsstraßen sind abgesperrt. Rund um das Veranstaltungsgelände sind verstärkt Polizeistreifen unterwegs, die verdächtige Personen kontrollieren sollen. Aus Respekt für die Opfer des Amoklaufs in München gibt es in diesem Jahr keinen Staatsempfang und keinen roten Teppich.
Die türkische Regierung geht nach dem Putschversuch weiter gegen Verdächtige und Kritiker vor. Türkische Medien berichten, Haftbefehle sollen gegen 42 Journalisten erlassen worden sein. Viele von ihnen sollen Anhänger des in den USA lebenden Predigers Gülen sein. Seine Auslieferung wurde erneut vom türkischen Außenminister Cavusoglu gefordert. Die türkische Regierung beschuldigt Gülen, den Putschversuch angestiftet zu haben. Die Waldbrände im US-Bundesstaat Kalifornien sind weitestgehend außer Kontrolle. Die Feuerwehr spricht von einer Ausnahmesituation. Es sei der vierte große Brand innerhalb von 6 Wochen. Sie konnte bislang die Flammen nur auf einem Zehntel der brennenden Fläche von fast 90 Quadratkilometern eindämmen. Die Rauchwolken des Feuers bei Santa Clarita sind in etwa 50 Kilometer entfernten Los Angeles zu sehen. Anhaltende Hitze und starker Wind erschweren die Löscharbeiten. Und das war die Tagesschau um 14 Uhr. Wir melden uns um 15 Uhr wieder. Bis dahin.